Waffenfreigabe jetzt. Es muss sein. Ja, liebe Freunde, die Zeiten haben sich geändert. In der Welt wird's immer unsicherer. Und das betrifft leider auch Deutschland. Es wird krass. So wie dieses Video. Ja, das wird mich wieder mal zur Zielscheibe des Hasses machen. Aber das bin ich mittlerweile gewohnt. Ja, die Linken hassen mich, weil ich Wege gefunden habe, die Bürger mit starken, jedoch frei verkäuflichen Waffen auszurüsten und damit auch noch Geld verdiene. Ja, die Rechten hassen mich, weil ich die Ukraine unterstütze, mit Ausrüstung und Geld und weil ich Putin-Gegner bin. Mein letztes Video, ja, wo ich ein Pickup für die ukrainischen Truppen gespendet habe, das hat mir sogar Morddrohungen eingebracht. Ja. Sogar die meisten Waffenbesitzer hassen mich, weil sie glauben, ich wäre eine Waffengesetzverschärfung auf zwei Beinen. Aber jetzt wird's noch viel schlimmer werden. Naja, und noch mehr Drama in my life. Immer her damit, ich habe ein breites Kreuz. Kommen wir zur Sache. Es geht um unsere Sicherheit und natürlich um Waffen. Das Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin, das war immer ein sicheres Land. Die Polizei, die hatte eigentlich alles im Griff und selbst den Terroristen der RAF konnte schnell der Garaus gemacht werden. Die haben sich nicht lange halten können. Die Grenzen waren dicht, die Atommächte waren im Pattzustand und die Städte waren friedlich. Trotzdem waren die Deutschen gut bewaffnet. Ja? Man konnte sich scharfe Schrotflinten und Winchester-Unterhebelrepetiere einfach so bei Quelle bestellen. Ja, so wie das heute bei Amazon wäre, wenn die sowas verkaufen dürften. Ja, das hat so ziemlich jeder gefühlt auch gemacht. Besser haben und nicht brauchen als andersrum. Es galt schon damals. 72, ich war 7 Jahre alt und las bereits begeistert das deutsche Waffenjournal DWJ. Da änderte sich das. Man brauchte plötzlich ein Bedürfnis, auch für solche Waffen. Und die Selbstverteidigung, die war kein solches Bedürfnis. Luftgewehre durften nur noch für Spatzen gefährlich sein. Und Opa sollte sein geliebtes Täschchen abgeben. Viele fanden das blöd, ich auch. Aber gut, im sicheren Nachkriegsdeutschland brauchte man eigentlich keine Selbstverteidigungswaffe. Es passierte ja nichts. Ja, haben wir halt Armbrüste und schlappe Luftgewehrkniften gekauft. Die machen auch Spaß. Naja, wenn auch die damaligen Modelle, zwinker, zwinker, zum Selbstschutz eher ungeeignet waren. Ja, unsere Sicherheit, die war ja nicht gefährdet. Aber heute ist das leider anders und es wird immer schlimmer. Ja, jetzt kommt wieder so ein AfD-Gelaber, fremdenfeindlich und populistisch, werden viele sagen. Aber das stimmt nicht. Ich bin nicht fremdenfeindlich. Meine eigene Ehefrau ist Migrantin und Passdeutsche. Was für ein furchtbarer Begriff. Mir ist natürlich klar, dass wir Zuwanderung brauchen. Ja, wer soll unsere Renten bezahlen? Die Kinder, die wir nicht gemacht haben? Ich bin auch nicht gegen das Asylrecht. Natürlich müssen wir bedrohte Menschen aufnehmen. Ich liebe ein geeintes Europa und ich liebe die offenen Grenzen. Mein Vater, der musste seinerzeit noch zittern mit dem Koffer voller Weinflaschen an der österreichisch-deutschen Grenze. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Das liegt jetzt hinter uns, glücklicherweise. Ich habe auch gar nichts gegen fremde Kulturen. Döner sind zwar nicht so mein Fall, aber immer nur Bratwurst, Pommes kann es ja nun auch nicht sein. Spaß beiseite. Ich weiß natürlich, dass Kultur nicht beim Essen endet und ich weiß auch, dass man sehr wohl jeden Tag Bratwurst und Pommes essen kann. Ich stelle hier keine Forderung nach Grenzschließungen und Änderung der Asylregeln auf. Darüber sollen andere befinden. Das ist nicht meine Kompetenz. Ich kenne mich mit Waffen und dem Waffenrecht aus. Nur darum geht es in diesem Video. Das schließt aber leider die nüchterne Betrachtung unserer Sicherheitslage ein. Krisen, ich kann es schon nicht mehr hören, die schütteln uns durch seit über 20 Jahren. Der 11. September, die Finanzkrise, Syrien, Afghanistan, die Pandemie, der Ukraine-Krieg und immer wieder das Klima. Alle diese Krisen haben heftige Konsequenzen. Enorme Flüchtlingsströme, eine extrem teure Energiewende, Inflation, Aufrüstung, Radikalisierung überall, Ghettobildung, Wohnungsnot, steigende Kriminalität und explodierende Gewalttaten. Ich will hier gar nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen. Ihr könnt das alles selbst nachlesen. Zum Beispiel im Bericht des Verfassungsschutzes, erschienen vor 2 Monaten. Oder ihr schaut die Nachrichten. Selbst im öffentlich-rechtlichen TV könnt ihr das verfolgen. Von den sehr viel deutlicher werdenden alternativen Medien mal ganz abgesehen. Es ist dermaßen unsicher geworden in Deutschland, dass uns der Staat nicht schützen kann. Und das nicht einmal mehr will, könnte man meinen.
Der SPD-Minister Heiko Maas sagte schon 2015 wörtlich: In unserem Grundgesetz steht ein solches Grundrecht auf innere Sicherheit nicht. Tja. Aber selbst wenn der Staat uns schützen will, und daran glaube ich eigentlich noch immer, kann er das auch leisten angesichts der vielen Bedrohungen? Ja, der Medvedev, ehemals russischer Präsident und noch immer sehr gut eingebunden, droht mit Raketen auf Berlin. Clankriminelle pfeifen auf unseren Rechtsstaat. Messerstecher rennen mit Macheten durch unsere Städte. Islamisten bereiten Angriffskriege vor. Und selbst der Mossad kriegt davon nichts mit. Wie soll unsere arme, ausgedünnte, unterfinanzierte Polizei uns schützen? Die Bundeswehr? Keine Ausrüstung, keine Waffen, keine Munition. Dank einer aberwitzigen Bürokratie können selbst 100 Milliarden an geliehener Kohle, ja Sondervermögen, daran so schnell nichts ändern. Die Beschaffung, ja, die wird Jahre dauern. Was machen wir denn, wenn russische Cyberkriminelle unsere Netze lahmlegen, wie unsere eigene Regierung befürchtet? Wenn auch in Deutschland die Islamisten zum Angriff übergehen, so wie in Israel? Wenn sich unsere ureigenen Extremisten von links und rechts auf einmal nicht mehr nur mit Steinen und Eiern bewerfen? Was, wenn dem Staat das Geld ausgeht und viele arme Menschen sich keine Wohnung und kein Essen mehr leisten können? Oder, schlimme Vorstellung, wenn die Amerikaner keinen Bock mehr haben, die NATO zu finanzieren und der Krieg dann zwangsläufig noch viel näher rückt? Undenkbar, sagen jetzt viele. Totaler Quatsch, meinen sie und rufen: Panikmache! Ja, aber vor 2014, da konnten sich die Ukrainer auch nicht vorstellen, vom Brudervolk Russland angegriffen zu werden. Die Israelis haben auch nicht damit gerechnet, an einem Feiertag mit Tausenden von Raketen beschossen zu werden. Ja, schon wird der Angriff auch in deutschen Innenstädten beklatscht. Ja, und Süßigkeiten werden dazu gereicht. Nichts ist heutzutage undenkbar. Ich hoffe und glaube, dass wir vor einer ganz großen Katastrophe, Bürgerkrieg, Invasion, Blackout, schwarzer Tod 2.0, verschont bleiben werden. Aber unmöglich ist das alles nicht, gerade heutzutage nicht mehr. Ja, was dann? Wir werden uns dann selbst schützen müssen. Aber wie? Mit Luftgewehren unter 7,5 Joule vielleicht? Oder mit nutzlosen Gaspistolen, für die man nach dem Willen von Nancy Faeser vor dem Kauf demnächst mal erst den Idiotentest ablegen muss? So wie so ein Junkie, der seinen Führerschein zurückhaben will? Jeder Haushalt in Deutschland muss sich jetzt Gedanken machen über die Sicherheit. Ich verstehe jeden, der zumindest eine halbwegs brauchbare Waffe besitzen möchte. Natürlich kann ich da behilflich sein. Scheffel, Scheffel. Link im Text. Aber eigentlich brauchen wir jetzt ein Waffengesetz, das zu unserer bedrohten Sicherheitslage passt. Die Regierung will aber das genaue Gegenteil, will ein noch schärferes Waffenrecht. Nancy Faeser und die Ampelparteien tun so, als ob wir immer noch Friede, Freude, Eierkuchen hätten. Aber das ist vorbei. Und so schnell wird sich daran auch nichts ändern. Wacht mal auf da oben. Ja, Zeit wird's. Kommen wir jetzt also zum Kern der Sache. Zur Forderung nach einem ganz neuen Waffengesetz. Der VDB hat die Kampagne Next Generation, Operation Reset gestartet und eine Fülle von knallharten Forderungen zum Thema Waffengesetz aufgestellt, die nun zweimal wöchentlich einzeln vorgestellt werden. Schockwelle nach Schockwelle. Bereits veröffentlicht wurde unter anderem der Entfall des leidigen Bedürfnisprinzips. Ja, wer eine Schrotflinte oder eine Winchester besitzen möchte, der soll nach dem Willen des VDB und auch nach meinem Willen zwar weiterhin eine weiße Weste und auch einen Sachkundenachweis, soll den Waffenführerschein haben, aber warum er die Waffe möchte, das soll fortan seine Sache sein. So muss das. Kein verpiefter Schützenverein mehr. Und niemand muss mehr so tun, als wollte er süße Rehe abknallen, nur weil er eine Waffe besitzen möchte. Ich bitte euch, unterstützt diese Kampagne. Sonst werden uns die wenigen Waffen, die uns heute noch zur Verfügung stehen, auch weggenommen. Drehen wir den Spieß um. Kämpfen wir für ein Recht auf wirksame Bewaffnung in diesen schwierigen Zeiten. Wie ihr das tun könnt? Tja, schreibt euch kostenlos für den Newsletter der Kampagne ein. Ne? Der Link ist unten. Es gibt sogar was zu gewinnen. Das kürzeste sportlich zugelassene AR-15 von Schmeißer. Diskutiert mit, nicht nur mit uns Unterstützern. Tragt die Diskussion in die Öffentlichkeit.
Wenn ihr noch kein VDB-Fördermitglied seid, tretet ein. 3 € im Monat für den einzigen Verband, der wirklich für die Rechte der Legalwaffenbesitzer eintritt. Das ist nicht zu viel, oder? In diesem Sinne, bleibt wehrhaft. Das war's für heute. Danke und bye bye.